Moin moin, meine lieben Leute, seichten Unterhalter. Heute mal ohne Kopfbedeckung. Scheißegal, ich sehe so aus, wie ich aussehe. Scheiße, wie immer. Bam. So, was völlig anderes. Mal unsere Jugend an Greta etc., an die noch nicht ganz aufgewacht sind. Meine heutige Ausbeute bei den schönen grünen Batteriekästen, die ihr in den meisten Discountern etc. sonst wo findet, das habe ich heute wieder erbeutet. Zwei Notebook-Akkus, was haben da drin? Wir kennen es natürlich logischerweise, die 18650er-Zellen. Auseinandernehmen, gucken, welche Zellen davon tot sind, und dann werden sie mit meinen, könnt ihr mal im Kanal nachschauen. Ihr kennt ja den allzeit bekannten TP4056-Lader. Interessanterweise war auch noch in diesen, sagen wir schon, in diesen grünen Batteriekästen war noch dieses Ladegerät drin von Samsung. Ja, das Ladegerät ist nicht drauf. Das, was ich interessant finde, steht nur in Englisch und in Russisch drauf. Von der Haptik her des Materials und von der Aufmachung her würde ich aber so sagen, dass es ein Original ist. Ich habe es gerade so ein bisschen gerichtet. Einer von diesen Pins war ziemlich stark verbogen. Und die Kappe ist auf, was auch immer damit passiert ist. Keine Ahnung, hat wohl ein Dinosaurier gefressen. Egal. Auf jeden Fall, ich habe es gerade eingesteckt in die Steckdose. Am Strom angeschlossen. Funktioniert. Also, ein 2 Ampere, 5 Volt, 2 Ampere Ladegerät. Schön, schön, schön. Kann ich gebrauchen. Werde ich wieder hier schön dicht machen. Irgendwie ein Stück Kunststoff, was ich rumfliegen habe. Ich habe eine Menge Bastelmaterial. Ja, und dann habe ich da drin auch noch dieses Ladekabel gefunden. Wahrscheinlich zu dem hier gehörend. Ja, es ist natürlich, wie man sehen kann, komplett im Eimer, gebrochen. Leider an der bescheidensten Stelle, die es da gibt. Egal. Fakt ist aber, Rest des Kabels ist in Ordnung. Da brauche ich mir was Neues draus. So, schont man Ressourcen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.